Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Format auf meinem Kanal. In diesem Videoformat, welches den kreativen Namen Darf ich vorstellen hat, möchte ich euch Videospielcharaktere vorstellen und den Videospielcharakteren und ihrer Geschichte mal ein bisschen auf den Grund gehen. Heute ist einmal der Outsider aus dem Spiel Dishonored dran. Viel Spaß! Der Outsider aus Dishonored ist ein allwissendes, übernatürliches, mythisches Wesen, ähnlich einem Gott. Er ist die Quelle aller Magie der vier Inseln sowie für alle übernatürlichen Fähigkeiten und wird von einigen Leuten auf den Inseln verehrt. Der Outsider erscheint nur für Menschen, die von Bedeutung für das Schicksal der Welt sind. Er hat bisher 8 Menschen seine Kräfte gegeben und ist einigen weiteren, wie zum Beispiel Pero Joplin, einem unbekannten Jungen und der Mutter eines bekannten Ketzers begegnet. Er begegnet nur Leuten an seinen Schreien oder in ihren Träumen. Von den Aufsehern des Jedermannsordens wird er als körperloses, listiges Wesen beschrieben. Jeder, der ihn verehrt oder auf irgendeine Weise eine Verbindung zwischen sich und dem Outsider erkennen lässt, wird vom Orden inhaftiert und gefoltert. Von einigen Personen wird jedoch die Theorie aufgeworfen, dass der Outsider selbst ein Wahl sei. Da sich im großen Nichts, in dem der Outsider Menschen erscheint, größtenteils Wale und Schiffe befinden sollen. Diese Theorie belegen die Personen, welche dieser Meinung sind, damit, dass die Runen und die Knochenartefakte, welche der Outsider verteilt, alle Auswahlknochen sind. Allerdings bedenken diese Leute dabei nicht, dass es eine Person gibt, welche Runen mit jeder möglichen Art von Knochen anfertigen kann. Diese Person heißt Vera Murray, welche wohl auch das Zeichen des Outsiders trägt, nachzulesen im Tagebuch der Lumpengräfin. Es gibt nur 4 Menschen in Dornwall, welche das Zeichen des Outsiders tragen. Corvo Atano, welchem nach seiner Flucht aus dem Dunwall Tower und in seiner ersten Nacht im Hound Pits Pub der Outsider ins große Nichts führte und ihm dort sein Zeichen und die Kraft des Teleportierens gab. Vera Murray, welche die Lumpengräfin ist, trägt wie gesagt wahrscheinlich auch das Zeichen des Outsiders, welcher ihr die Kraft gab, einen Rattenschwarm herbeizurufen und sich selbst mit einem Ritual unsterblich gemacht hat. Daud, welchem der Outsider erschien, als er ca. 18 bis 25 Jahre alt war und ihm dort sein Zeichen verpasste, wurde für den Outsider schnell uninteressant, da Daud sich mehr wie ein Auftragskiller verhielt, jedoch mit dem Mord an der Kaiserin wieder interessant wurde, da das die Geschichte Dunwalls stark verändern sollte. Delilah Copperspoon beherrscht ebenfalls übernatürliche Fähigkeiten. Des Weiteren hat sie ein Gemälde vom großen Nichts gemalt. In diesem ist ein großer Baum zu sehen und alle Fähigkeiten Delilahs scheinen einen engen Bezug zu Pflanzen zu haben, da sie diese auch manipulieren und als Waffe einsetzen kann. Ich hoffe, der erste Teil von Darf ich vorstellen hat euch gefallen. Ihr könnt ja gerne einmal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Idee findet. Wenn ihr sie gut findet, kann ich gerne noch weitere Folgen machen über andere Charaktere. Wenn ihr sie schlecht findet, lasse ich es halt einfach oder mach was ich will. Mal schauen. Und damit wünsche ich euch erstmal noch einen wunderschönen Tag und schöne Ferien und auf Wiedersehen.